Musik von Racy und Some Girls, das ist ja der ISW-Vormittag und ich habe sie schon angekündigt. Bei uns wird es allemal auch interessant, jetzt noch in der Stunde zwischen 11 und 12, denn bei uns zu Gast ist Dr. Walter Irlacher, der ja hier in der Europa-Therme oder gleich nebenan seine Praxis hat. Und erstmal, Herr Dr. Irlacher, herzlich willkommen, schön, dass Sie ein bisschen Zeit haben für uns. Grüß Gott, danke. Freut mich. Eins müssen wir, glaube ich, gleich vorweg schicken. Sie haben ja gerade gesagt, das ISW-Sendegebiet. Tittmoning gehört natürlich mit dazu. Dort sind Sie geboren, stimmt das? Das ist richtig. Also, und wie hat sich dann, frage ich jetzt fast, hierher nach Bad Füssing verschlagen? Ja, die Sache hat mich interessiert im Norden und ich habe mir es mal angeschaut und dann bin ich gleich hier hängen geblieben. Also, und Sie haben hier eine Praxis, das dürfen wir gleich nochmal betonen. Genau. Das ist ja ein besonderes Angebot. Indikationen in der Praxis, die dort natürlich auch behandelt werden. Was ist denn eigentlich, sage ich jetzt mal, das Besondere daran? Naja, die Tätigkeit als Kurarzt ist eine sehr interessante. Und wir beschäftigen uns natürlich mit den Krankheiten des Bewegungsapparates. Das steht ganz im Vordergrund meiner Tätigkeit. Aber natürlich spielt auch die präventive Medizin eine große Rolle. Und gestern war ja der Herr Minister Söder bei uns gewesen und hat den ersten niederbayerischen Gesundheitstag eröffnet und auch die Wichtigkeit der präventiven Medizin sehr stark betont. Und ich glaube, da hat er absolut recht. Eins muss man doch, glaube ich, dazu sagen, Krankheiten kommen nicht erst plötzlich, sondern von heute auf morgen, sondern es gibt, glaube ich, klare Anzeichen dafür. Genau. Ich denke, die chronischen Krankheiten oder auch, wenn Sie so wollen, die Kurkrankheiten kommen sicherlich nicht von heute auf morgen. Und das gibt uns eigentlich Zeit, dagegen etwas zu unternehmen. Und ich denke, die Methoden, die wir hier eben in der Praxis in der Europa-Therme haben, sind moderne Verfahren, die auch in der Naturheilmedizin bereits etabliert sind. Und wir haben sie so ein bisschen weiterentwickelt, denn wir wollen ja nicht an den Symptomen hängen bleiben, sondern die Ursachen der Kuren, Alterskrankheiten bekämpfen. Und das halte ich eigentlich für wichtig und elementar in meiner eigenen Arbeit. Ich glaube, was man auch sagen kann, Herr Dr. Irlacher, wäre doch zum Beispiel einen aktuellen Fall. Nehmen wir mal einen Hörsturz an. Das kennt man, ist eigentlich eine Krankheit, die sehr oft auftritt. Ich glaube, das können Sie am besten daran auch erläutern. Genau, also wenn wir einen Hörsturz haben, dann doktert man ja nicht zunächst mal nur am Ohr herum, sondern wir sehen, hier stimmt etwas in der Tiefe nicht. Also hier müssen wir nachforschen, die Grundlagen, warum ist der Hörsturz gekommen, zu dickes Blut, Stresseffekte und so weiter. Also ich denke, da ist die Reparaturmedizin nicht immer an erster Stelle gefragt. Wir müssen das Problem an der Wurzel anpacken. Und ich sage es immer so, wenn jetzt jemand ein Auto hätte mit einer Warnanlage, wenn was blinkt und die Sache soll in der Garage, in der Werkstätte repariert werden, dann wäre sicherlich der Besitzer des Wagens nicht zufrieden, wenn eben nur die Warnlampe, die ihm ein Warnsignal ausstößt, sozusagen repariert wäre. Und es muss eben der zugrunde liegende Motorschaden repariert werden. Das ist die Idee, die eigentlich dahinter steckt. Wir werden dann auf das Buch natürlich auch noch zu sprechen kommen. Das haben Sie ja herausgebracht, eines von mehreren. Aber nochmal zum Thema Gesundheit, wenn ich so eine Schlagzeile nennen darf, den Körper entschlacken und entsäuern. Glaube ich, besonders wichtig. Genau, die Methode der regulativen Medizin, die wir eigentlich hier ausüben, ist wichtig. Wir müssen die körpereigenen Regulationen unterstützen, stärken, also den Winterschlaf der Gefäße und des Immunsystems, wenn Sie so wollen, durchbrechen. Wir müssen leere Vitaminspeicher auffüllen, Gifte entfernen, also auch den Darm und die Leber behandeln und das Blut reinigen. Aber Sie haben es schon angeschnitten, ist natürlich sehr, sehr wichtig, vor allem den Körper zu entschlacken und zu entsäuern. Denn tatsächlich, so denken wir, sind viele Krankheiten durch das Problem der Verschlackung und Übersäuerung bedingt. Und wie äußert sich das, wenn übersäuert ist, wenn, ich sage, der Körper also mit zu viel Schlacke versehen ist? Naja, wenn jemand eben stets ungesund lebt, zu viel Süßigkeiten, zu viel saure Getränke, Kaffee, saure Limonaden etc., dann braucht es sich eben nicht zu wundern, dass eben solche Schlacken- und Säureprobleme eines Tages ihn ergreifen werden. Ist eigentlich eine schleichende Entwicklung, eine Kaskade der Säureentwicklung. Wir können sagen, es beginnt mit sanften Signalen, die vielleicht mal ja, auch mal unangenehm sein können, mal einen Tag Sodbrennen, vielleicht mal Wadenkrämpfe, wenn wir eben uns überlasten, auch Schmerzen in der Muskulatur. Aber dann geht das Problem oft schon sehr, sehr viel tiefer. Wir haben dann eben die Stoffwechselproblematik, dass eben eine Gicht entsteht durch zu viel Harnsäure, dass eben eine Osteoporoseentwicklung durch eine Säureentwicklung begünstigt wird. Und wenn wir eben nicht aufpassen, dann haben wir eben die Übersäuerungskatastrophen, die eben darin bestehen, wenn ein sehr verschlacktes und übersäuertes Blut
nicht mehr ausreichend gereinigt werden kann, dann haben wir eben die Übersäuerungskatastrophen Schlaganfall und Herzinfarkt. Und das wollen wir natürlich gar nicht. Und da haben Sie sich gedacht, es gibt auch dazu vielleicht nicht die richtige Lektüre. Sie haben, und das werden wir dann nach ein paar Takten Musik vorstellen, ein aktuelles Buch geschrieben. Den Titel, glaube ich, können wir ja schon mal verraten. Gell? Da machen wir die Hörerinnen und Hörer ein bisschen neugierig. Genau, wir haben es genannt, in einer ganzheitlichen Art und Weise, das Service-Handbuch Mensch, also Service für den ganzen menschlichen Körper. Ein Buch, das interessant zu lesen ist. Es war eben erst ein Theologieprofessor aus Sao Paulo in Brasilien extra deswegen hierher gekommen. Also das ist schon erstaunlich, finde ich. Aber ich denke, man muss kein Hochschulprofessor sein, um das Buch wirklich verstehen zu können. Das ist auch so geschrieben. Was alles in diesem Buch drinsteht, erfahren wir wieder nach ein bisschen Musik. Also zuhören, Gesundheit, heute das Thema bis 12 hier bei uns. Ganz gut, so diese älteren Aufnahmen hat man damals einfach produziert. Oh Denise, das war Musik von Blondie, 11.22 Uhr, 8 Minuten vor 11:30 hier bei unserem Studio live vor Ort in der Europatherme in Bad Füssing. Heute ja Schlusstag am Freitag an diesem wunderschönen Novembertag. Und Herr Dr. Irlacher, eins muss man auch dazu sagen, hat man noch gerechnet, nachdem es heute schon einmal oder heuer so bald geschneit hat, dass nochmal so schöne warme Tage kommen? Hätte man sich gar nicht träumen lassen. Gell? Vielleicht. Er verhält sich also sehr diplomatisch. Aber das muss ein Arzt auch manchmal tun. Aber wenn es um das Thema Gesundheit geht, dann weiß er natürlich ganz genau, wo es lang geht. Und Herr Dr. Irlacher, wir haben es gesagt, Service Handbuch Mensch, eines Ihrer neuen Bücher, der Titel, warum? Ich glaube, man vergleicht bewusst mit einem Auto. Ja, es ist eine nicht zufällig gewählte Vergleichsmöglichkeit zwischen Mensch und Automobil. Vielleicht auch das Buch etwas humoristisch geschrieben, aber durchaus ernst gemeint, eine gut verständliche, populärwissenschaftliche Darstellung des Automobils Mensch. Ich denke aber, dass der Vergleich zwischen Mensch und Automobil tatsächlich nicht hinkt, denn wir müssen sagen, bei uns herrscht eine Art Vollkasko-Mentalität bei der Krankenversicherung, die das Gesundheitssystem langsam und sicher überfordert. Aber würden Sie etwa erwarten, dass Ihre Kaskoversicherung beim Auto neue Wischerblätter, neue Reifen, Bremsen oder Radlager bezahlt oder gar dafür aufkommt, dass Ihr Auto nicht allmählich verrostet? Beim Auto ist es selbstverständlich, dass der Besitzer persönlich für einen regelmäßigen Service verantwortlich ist. Und beim Besitz eines menschlichen Körpers, der in vielen wohl auch einem Automobil gleicht. Ich denke auch, der menschliche Körper hat schließlich Verschleißteile, die der regelmäßigen Pflege bedürfen. Aber die Krankenkassen zahlen halt lieber Ersatzteile als eine Vorbeugemedizin. Muss man ganz klar sagen. Und auch der Mensch kann man ja, glaube ich, wenn man den Vergleich weiter noch spinnt, ist eigentlich auch rostgefährdet. Je älter, desto mehr Rost. Kann man das so in etwa in den das Raum stellen? Kann man so sagen. Ich denke, Rost ist ja ein nicht ganz medizinischer Begriff, aber im medizinischen Sinne ist es oxidativer Stress, der besonders stark, und hier sind wir wieder beim Thema bei Übersäuerung und Giftbelastungen auftritt und natürlich auch Entzündungen und Gelenksprobleme verursachen kann. Wir dürfen nicht vergessen, dass eben auch die natürliche Entsäuerungskapazität des Menschen mit zunehmendem Alter steil abnimmt und das wirft dann eben immer mehr Probleme auf. Ich meine, was wir wegen dieser Probleme der Übersäuerung und der Schlackenbildung, die beispielsweise auch bei weichteilrheumatischen und Gelenksproblemen, Thema Bad Füssing, von großer Bedeutung sind, unternehmen können, habe ich ja letztendlich im Service-Handbuch Mensch ausführlich dargestellt, nämlich das Thema Entsäuern, Entschlacken und Entgiften mit speziellen Behandlungsprogrammen, die in diesem Buch sehr genau beschrieben sind. Lassen Sie uns aber auch nochmal zum Thema Wasser kommen. Basisches Wasser heißt es hier. Das kann aus Leitungswasser hergestellt werden. Ist es auch sehr hilfreich bei dieser Theorie? Ja, das basische Wasser, in Europa vielleicht nicht so gut bekannt wie im asiatischen Raum, hat sich in meiner Praxis in den letzten Jahren als sehr, sehr hilfreich bei Gelenksproblemen, die eben oft auch durch Schlackenprobleme bedingt sind, herausgestellt. Und ich denke, man kann eigentlich durch diese Methode einfach mal ein basisches Wasser mit einem pH-Wert von 8,5 bis 9 längerfristig eingesetzt eine sehr starke Entsäuerungswirkung herbeiführen. Ich sage immer, das ist das Perpetuum mobile der Entsäuerung. Also letztendlich hat man gegenüber dem Heer an Säuren, das wir uns tagtäglich hineinschütten, immer irgendwo die Nase vorn. Und wenn wir eben praktisch bei Patienten mit Gelenks- und Stoffwechselproblemen arbeiten, da sehen wir eben oft, dass eben Entzündungen, Schmerzen und so weiter sich sehr stark reduzieren. Der Körper sich reinigt letztendlich
Und das ist eigentlich das, was wir wollen. Und wir setzen das Wasser eben hier gezielt im Rahmen von Trinkkuren ein und überwachen das ärztlich sehr, sehr genau. Es gibt ja darüber auch noch nähere Informationen, sogar, liebe Hörerinnen und Hörer, kann man sagen, eine CD, nämlich einen 75-minütigen Film mit dem Titel Trink dich basisch. Das ist also produziert worden und wenn Sie Interesse daran haben, können Sie das Ganze sich besorgen. Es gibt es für 9,90 Euro im Buchhandel mit einem 50-seitigen Büchlein, in dem alles steht, was man heute weltweit über basisches Aktivwasser weiß. Und wir werden ja dann bei unserem nächsten Durchgang mit unserem Studiogast auch Kontaktmöglichkeiten bekannt geben. Internet dort, wo es diese Informationen für Sie gibt. Vier Minuten nach 11:30, 11:34 Radio in Salzachwelle, live vor Ort, der Schlusstag heute hier im Bad Füssinger. Und wir haben schon einiges jetzt zum Thema Gesundheit gehört, Übersäuerung, Verschlackung des Körpers. Es gibt ja das Buch von meinem Studiogast Dr. Walzer Irlacher. Sie werden dann auch erfahren, wo Sie es bekommen können, nämlich Service Handbuch Mensch und Herr Dr. Irlacher. Es gibt natürlich auch ein Testverfahren, damit man weiß, wie stark fehlt es eigentlich schon, Verschlackung und zum Beispiel auch noch die große Kernfrage ist, man übersäuert. Wie läuft denn dieser Test? Was gibt es da für einen? Ja, eine interessante Testung, die wir eigentlich entwickelt haben, einen sogenannten alternativen Vierfach-Check. Und im Mittelpunkt steht natürlich die Frage, ist man übersäuert und verschlackt und damit gefährdet für die großen Zivilisationskrankheiten, Rheuma, Gicht, Arthrose, Herzinfarkt, Krebs, wenn Sie so wollen. Ich denke, wir testen einfach mal als erstes den Basengehalt des Speichels und da sehen wir schon, in welchem Wertebereich wir uns befinden. Denn wenn sich der Speichel als sauer erweist, müssen wir sehr viel genauer hinschauen. Und das sind eben Testverfahren, die leider die Krankenkasse auch nicht bezahlt. Also etwa so, wenn Sie eben in die Werkstatt gehen und einen Ölstand, Reifendruck, Kühlmittel und Bremsflüssigkeit prüfen lassen. Aber die Testung kostet nach der Gebührenordnung für Ärzte nur 25 Euro. Und ich denke, es ist hochinteressant, einfach mal in das eigene System Mensch hineinzuschauen. Denn immerhin weiß man dann Bescheid, wo es fehlt und kann dann selbst entscheiden, was man dagegen tun will. Und wir geben natürlich in der Praxis dann kleine Tipps, was man tun kann. Ich muss dazu sagen, und das ist vielleicht auch interessant für die Hörer, also die können ruhig hier mal vorbeischauen, sich sowieso dann einen schönen Tag machen. Sie heißen natürlich auch die Gäste ganz herzlich willkommen, die aus unserem Sendegebiet hierher kommen, zu Ihnen. Das ist jederzeit machbar. Danke, genau. Ich denke, so einen Test einfach mal zu machen, wir machen ja auch dann ein sogenanntes wirkliches Blutbild und das bedeutet, wir setzen eine mikroskopietechnische Vitalblutanalyse live vor Ihren Augen ein und Sie dürfen mir glauben, es ist doch sehr viel eindrucksvoll, wenn man eben sein eigenes Blutbild lebend am Bildschirm gesehen hat, als wenn man eben nur ein klassisches Laborblutbild bekommt, denn wenn man einfach mal einen Blick auf die eigene Harnsäure, Eiweißstoffe wie Homozystein oder Leberbelastungen werfen kann, ist das doch sehr, sehr entscheidend. Und vor allem, wenn man auch die Fließfähigkeit des Blutes und damit die Risiken, die beispielsweise einen Herzinfarkt oder Schlaganfall begünstigen würde, erkennen kann, dann ist der Patient genauso wie der Arzt oft doch sehr beeindruckt. Vielleicht noch einmal auch zum Thema Sauerstoff. Ich glaube, den darf man auch nicht außer Acht lassen. Wie verhält es sich mit dem? Richtig. Was in der Literatur eigentlich kaum beachtet wird, ist, dass der Sauerstoff eine ganz wichtige Rolle in der Entsäuerung spielt, denn schließlich ist die Lunge der größte Entsäuerer. Wir atmen also pro Stunde etwa 15 Liter Kohlensäure ab, das schafft keine Niere. Und ich denke, dass eben hier die Erfassung des Sauerstoffdruckes doch sehr entscheidend ist und das messt man natürlich auch dann mit einem Monitor. Und natürlich, wenn dann eben zu wenig Sauerstoff im Körper sich befindet und auch die Vitalblutanalyse schlecht ausfällt, therapieren wir selbstverständlich mit Sauerstoff. Also jetzt haben wir gehört, Sauerstoff ist ganz klar, Schlackenprobleme und dann ein Wort noch ganz kurz, Stress, soll man ja glaube ich nicht vergessen. Ja, das Wort Stress, das kennt mittlerweile jeder, denke ich und es ist einfach so, dass wir hier das Zusammenspiel von Atmung und Herzrhythmus ganz genau erfassen und damit ein Maß für die Stressbelastbarkeit und Stressfähigkeit des Körpers haben, denn wir dürfen nicht vergessen, das weiß jeder, man kann sich ein Magengeschwür anärgern. Stress macht einfach grottensauer. Also das, glaube ich, gehört mit dazu. So, jetzt haben wir vieles gehört. Jetzt soll man natürlich noch wissen, wo sind Sie denn genau hier in Bad Füssing? Nochmal für unsere Zuhörer draußen. Ja, ich bin eigentlich in Bad Füssing sehr leicht zu finden, denn meine Praxis liegt direkt an der Europatherme, also am Kurpark gelegen.
Und natürlich haben wir auch eine Telefonnummer unter 08531 2 und 4x4. Können sich jederzeit für eine Testung bei uns anmelden. Und aber auch natürlich selbstverständlich einfach mal so vorbeikommen und nachschauen und dann eben versuchen, wie schaut es bei Ihnen tatsächlich aus. Da gibt es also eine Menge Informationen. Auch das Service-Handbuch Mensch kann man natürlich in jeder Buchhandlung erlangen. Eine Homepage, wo man bei Ihnen nachschauen kann, mal zumindest virtuell Grüß Gott sagen kann. Herr Dr. Irlacher, ich sage ein herzliches Dankeschön für Ihren Besuch. Jetzt, glaube ich, warten schon wieder ein paar Patienten drin, genau, in der Praxis. Gell? Dankeschön. Ich danke, dass mir alle Zuhörer so reichlich zugehört haben und natürlich schöne Grüße nach Tittmoning. Und vor allen Dingen viel, viel Gesundheit für Sie. Aber wie man sich checken lassen kann, Sie haben es heute hier bei uns erfahren. Jetzt gibt es noch ein bisschen Musik aus Italien und danach unser Gewinnspiel. Kurz vor